I'm waiting for your orders, Master. Those are just the kind of soldiers I need. Ja. Das sind die guten Truppen. Let's test the rune. We can try the artifact on a small village, so as not to attract attention. Okay, das ist ein Anzeigebug, weil Ziel redet gerade, aber Roll wird angezeigt. Lass uns die Rune testen. Wir könnten sie in einem kleinen Dorf ausprobieren, damit wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Ja. Verwandelt Menschen in Lykanthropen. Mittelt die Holzhände in dem kleinen Dorf im Norden nieder. Die schwarze Blutrune wird sie in Lykanthropen verwandeln. So, und ja, wir haben schwarze Krieger. Oder dunkle Krieger. Die drei Führung brauchen, aber verdammt gute Stats haben. Dunkle Krieger. Mächtige und gefeierte Krieger der Vergangenheit, die durch schwarze Magie in den Gräbern entstiegen. Diese mächtigen Untoten hassen Paladin und sie können ihnen in ihrer Wut großen Schaden zufügen. Ja, genau das, was wir brauchen, um die Menschenfestung da oben in Grund und Boden zu stampfen. So, ein Level up. Strom des schwarzen Blutes. Ja, den nehme ich gerne, wenn ich, sobald ich ihn kann. So, alle haben es rausgeschafft. Es sind halt 5 Verteidigungstruppen hier. Oh, die sind neutral. Ah. Aldrokov ist jetzt auch neutral wieder. Menschendorf ist Feind. Also ziehen wir mit unserer Armee. Erstmal dahin. Schade, und ich habe mich darauf gefreut, die Menschenfeste hier platt zu machen. Sowas wie Briston ist leider zu groß, um es platt zu machen. Ja, neue Truppen werden wir gerade keine brauchen. Und falls man es vorhin nicht gemerkt hat, ich habe versucht, die ersten schwarzen Krieger mit
mit Tod kontrollieren zu unterwerfen. Das hat leider nicht geklappt. Worüber ich froh bin, ist, dass ich den Schreckensmagier einsacken konnte. Ah ja, diese Kerle zu kontrollieren ist krass. Leider haben wir nicht viel davon. Muss ich leider so sagen. Ist auch immer interessant, wie Gartok in der Gegend rumfliegt. Und ja, schicken wir einfach Gartok mal alleine vor, der ist ja nämlich eh schneller. That's the village I was talking about. Let's kill the guards first. Das ist das Dorf, das ich meinte. Lass uns erst die Wachen töten. Die Wachen sind tot. Как пожелаете? Ich hoffe mal, ich hätte da nicht eine Rune einsammeln sollen, die da irgendwo rumliegt. Ich sehe jedenfalls keine Rune rumliegen. Ach, da ist die Blutrune. Gut, ich glaube, den Trupp muss ich dann ins Dorf bringen. Warte, ich muss das Ding Roll geben. Oder muss ich das Ding hier ablegen? Nö. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht, dadurch, dass ich das Menschendorf zerstört habe. Как пожелаете?
Bescheid. Gerd 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 Bescheid. Na ja, toll, tot sind sie jetzt alle schon. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Mal gucken, wenn ich sie irgendeinem Trupp Krieger gebe statt Rolf. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Ich kann doch das jetzt nicht kaputt gemacht haben, oder? Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Machen wir folgendes, ich speichere hier. Das ist jetzt Let's Play 10. Ja. Und lad mal das. Aufträge sind jetzt leer. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Tja, ich kann irgendwie nichts mit dem Ding anfangen. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Gerd Bescheid. Das ist jetzt doof. Muss ich den letzten Spielstand nochmal laden? Und das Dorf verschonen? Und alles nochmal machen und dann bis hierher spielen? Das wäre doof. Na gut, dann
Lassen wir gerade mal den Spielstand so. Oh, ich speichere nochmal neu. Den kann ich löschen. Speichern. Und dann machen wir einen Cut und ich gucke mal, was man machen kann. Also, bis gleich.